Raus aus dem Feuer, es ruckelt. So. Ja, das sind die unteren Bezirke offensichtlich. Kann man das kaputt machen? Das kann man doch bestimmt kaputt machen. Das kann man kaputt machen. Komm, ich seh's doch, Claymore. Wieso kann ich mal mein Bastardschwert? Scheiß Tür kaputt machen. Was ist das eigentlich? Was ist das? Somebody. Please let me out of here. Somebody. Anybody. Help me. Unlock the door. Damn. I'm finished. How did this ever happen? Wahrscheinlich hast du allen einfach nur Anwesenschlüssel benutzt. Oh! Hi, wer bist du denn? Und warum bist du mit Barrels eingesperrt? Bist du mit ihnen im Bunde? Brilliant. You opened the door for me. Offensichtlich. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vindheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Dann gib mir mal was dafür. Thanks to you, I may now resume my travels. Okay. Und jetzt? War's das? Oh, hello. I'm fine. I will rest a while, then return to Firelink Shrine. Okay. I have my sorcery. And I will be more cautious next time. Besides, I have an important task at hand. Und welche? Rede doch mal, ohne dass ich dich neu ansprechen muss. Oh, hello. I'm fine. Alles klar. Okay, er wird also zum Schrein zurückkehren. Das heißt, wir werden ihn später wahrscheinlich nochmal treffen. Ja, was ist los mit euch? Gottes Willen! Wie könnt ihr es wagen, mich mit Feuer anzugreifen? Tut das ja nie wieder. Ich nehme an, das kriegt man auch nicht auf. Nein, kriegt man auch nicht. Gottes Willen, um Gottes Willen. Was ist denn los mit denen? Warum sind die so stark? Es ist auffällig. Tot. Tot. Autsch! Fackeln sind also nicht gut. It's no good. So, was hat der da? Doppelmenschlichkeit. Doppelmenschlichkeit ist natürlich sehr wertvoll, weil man die dann eben einsetzen kann, um ja zum Beispiel Leuchtfeuer zu entfachen. Unter dem Berg da ist nichts mehr. Moment, warum ruckelt es, wenn ich? Kann man das aufmachen? Nein. Wo führt das überhaupt alles hin? Ich bin ja so ein bisschen misstrauisch, muss ich dazugeben. Es war so klar. Es war so klar, dass das ein Hinterhalt ist. Was sind das für welche? Meuchelmörder? Die sehen irgendwie verdammt menschlich aus. Tot. Los, komm schon. Das war's. Freundchen. Banditenmesser. Bandits. Fucking pieces of shit. Nie wieder, das war das letzte Mal. Ich sag's dir. Jetzt ist die Tür aber offen. Warum komme ich da nicht hinter? Was brauche ich denn dafür? I don't get it. Aber jetzt kann ich jedenfalls hier rein. Hier habt ihr die ganze Zeit drin gesteckt? Ist ja ekelhaft. Ich will gar nicht wissen, was ihr da drin getrieben habt. Auf jeden Fall waren zwei alleine in einer Kabine. So, was war dieser Kettenbrecher? Müsste irgendwo hier sein Kettenbrecher. 57, das ist wahrscheinlich so ein kleiner Dolch. Oder nee, der eine war hier dann auch. Die waren also alle getrennt. Gut. So. Wo führt das alles noch hin? Nachricht lesen. Will ich nicht. Ich kann sie sowieso nicht lesen.
Das war ja mal wieder wunderbar. Ich kann nicht lasen. Komm her. Ja, komm ruhig her. Hör! Zuerst muss ich mich um diesen Hund kümmern. Fürchte ich. Oder doch nicht? Autsch. Komm, Hundi. Probier dein Glück. Oh Gott. Oh Gott. Ich brauche mein nächstes Flakon. Gut. Yeah. Huh. Bitches. Neue Gegnertypen, immerhin mal etwas anderes als diese dummen Untoten immer nur. Fürs nächste Mal bin ich aber auf jeden Fall vorbereitet, dass hier überall diese Scheißpenner rauskommen. Hey! Man in the barrel! What are you doing? Okay, das war nicht schwer. Leiche finden, wo? Da. Ah! Verlorener Untoter. Interessant. Da vorne ist Nebel. Ich weiß doch jetzt schon wieder, was das zu bedeuten hat, wahrscheinlich. Wow! Zielschild. Wow! Eine komplette Diebesausrüstung. Ich würde gerne mal ein paar Sachen wegschmeißen. Ich habe die Vermutung. Ablegen. Ich habe echt die Vermutung, dass man schneller ist, wenn man mehr ablegt. Und dass man nicht erst langsamer wird, wenn man das überschritten hat, sondern schon vorher langsamer ist. Das ist scheiß Wunschel, brauche ich nicht. Das müllt mich doch nur zu. Einmal leichte Armbrust reicht auch. Speer brauche ich auch nicht. Was will ich denn mit? Morgenstern brauche ich eigentlich auch nicht. Streitäxte brauche ich auch nicht. Viel zu viel. Viel zu viel Müll. So. Zerbrochener Schwertgriff brauche ich auch nicht. Den normalen Schwertgriff brauche ich auch nicht. Was will man damit? Recyceln kann man den Scheiß. Eine Blechdose könnt ihr daraus machen. Packt meinetwegen Hühnersuppe oder so einen Scheiß rein. Das ist dann immerhin noch sinnvoller. Ich bin nicht wirklich schneller, oder? Und ich habe auch nicht wirklich Belastung verloren, oder? Zählt Belastung nur für das, was ich anhabe? Es ruckelt. Es ruckelt. Warum ruckelt es? Und was ist hier hinter? Oh mein Gott. Seht ihr meine Fresse, meine völlig verwirrte Fresse? Okay. Wie zum Scheiß soll ich denn den besiegen? Diese ganzen Hunde, die da rumlaufen, die regen mich natürlich auch auf. Ziegendämon? Ach richtig, davon hat dieser eine Typ doch erzählt, oder? Der hat, glaube ich, erzählt, dass es hier einen Ziegendämon gibt. Er hat aber nicht erzählt, wie man ihn besiegt. Da drin seid ihr immer gut. Angst machen mit euren Geschichten. Aber Lösungsansätze bietet ihr mir nie. Ihr seid genauso wie unsere Politiker. Serious Face. Okay.
machen wir diesen ganzen Murks. Also nochmal. Autsch. Ja, warum denn nicht? Oh Gott. Wo kommst du denn noch her wieder? Babalabala. Ich sehe dich doch. Komm, oh, Freundchen. Okay. Ey! Findet ihr das etwas charmant? Du hast mir meine Kehle aufgeschlitzt. Autsch! Arschkind! Okay, den müssen wir jetzt nochmal probieren, den Ziegendämon. Ich stelle mir natürlich die berechtigte Frage, wie das funktionieren soll, aber... Hey, I just met you, and this is crazy. Good as when I was, so come and meet me, and all the other boys try to chase me. Good as when I was, so come and meet me. Shut the fuck up, baby. Ich bezweifle, dass man den Ziegendämon one-hitten kann. Oh my goodness, oh. Fuck you. Okay, okay, wie machen wir den? Okay, 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 wie machen wir den? Okay, okay, okay. Der kommt, das Blöde ist ja, der kommt sofort. Stop! Nein, lauf hoch! Das ist jetzt natürlich noch blöder. Jetzt liege ich da auf der Treppe mit meiner 5 Menschlichkeit und... ich frage mich natürlich, ob er mir dahin folgen kann. Hat sich erledigt. Menschlichkeit weg. Gut. Ich habe gerade alle meine Probleme gelöst. Alle meine Sorgen sind auf einmal weggeblasen. Obwohl, ich hätte echt gerne vom Ziegendämon die Schwerter gehabt. Die sahen echt cool aus. Die sahen echt cool aus. Oh mein Gott. Ich werde jetzt nochmal den Ziegendämon probieren. Eventuell mit der Claymore. Aber das ist eigentlich zu langsam. Mit der Claymore bin ich viel zu langsam. Beziehungsweise mit dem Bastardpferd. Ich verwechsel die beiden gerne. Ich wüsste nicht, wie ich mit dem Bastardpferd was reißen soll. Vielleicht sollte ich einfach nur mal volle Kanne drauf gehen und einfach alles zertrümmern. Komm schon. You motherfucker. Tja, das war wohl daneben. Miau. Ah! Um Himmels Willen! Jesus. Ich mache jetzt erstmal Pause.
Und ich werde da mal sehen, ob ich jetzt nochmal den Ziegendämon probiere. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich da hin muss. Oder ob ich in die untertiefen Grundscheiße da soll. Die 1000 Seelen, da scheiße ich ehrlich gesagt drauf. Also, bis zum nächsten Mal.